hat Andrej Mangold, 32, etwa die falsche Entscheidung getroffen. In der finalen Folge von Der Bachelor übergab der inzwischen ehemalige TV-Junggeselle am Mittwoch seine allerletzte Rose an Jennifer Lange. Auf Platz 2 im Rennen um das Herz des Piscatbollers landete Evantia Benetatu. Wenn es nach Ex-Bachelor Sebastian Panik, 32, und seiner damaligen Auserwählten Clea Lassidjung, 27, geht, könnte das die falsche Entscheidung gewesen sein. Nach dem Finale gingen Basti und Clea gemeinsam auf ihren Instagram-Accounts live. Klar, dass das Male-Model von seiner Verflossenen wissen wollte, ob sie eher Team Jennifer oder Team Eva gewesen sei. Clears Reaktion, Team Vanessa. Eine Meinung, die auch Sebastian teilte, die fand ich auch am besten, da war ich ein bisschen enttäuscht. Das einstige Paar hätte sich also die Drittplatzierte, Vanessa Prinz, als Siegerin gewünscht. Ich habe eine Vermutung, warum sie nicht ins Finale gekommen ist, überlegte der Russen Kavalja aus dem Jahr 2017. Für Basti könnte das daran gelegen haben, dass sich zwischen Vanessa und Jennifer bereits eine enge Freundschaft entwickelt hat. Was daran genau gegen ein gemeinsames Finale gesprochen haben könnte, konkretisierte der Dortmunder nicht.